Produktion lohnt sich jetzt nicht wirklich. Soldaten könnten wir machen, aber er dauert auch 8 Runden. Ertragsanzeige. Ah, guck mal. Sehr hilfreich. Sehr gut. Alles, was wir jetzt schon sehen, sehen wir dann direkt, was es uns bringt für Bonis. Also, was wir dort abbauen könnten. So. Ja, komm, wählen wir noch mal eine Produktion aus. So. Zug beenden. Das sind schon Aliens, super. Wenn Sie eine Einheit ausgewählt haben und den Cursor bei einem Feind bewegen, werden detaillierte Informationen über den Angreifer, den Verteidiger, die Modifikatoren sowie Siegeschance unerwartete Verluste für den Kampf angezeigt. Es wird immer die Einheit, welche am effektivsten gegen den Angreifer ist, zur Verteidigung ausgewählt. Nutzen Sie diese Information zu Ihrem Vorteil. Geschätzte Verluste 100%. Okay. Jetzt können wir uns gar nicht mehr bewegen. Super. Habe jetzt keine Ahnung, wo der hin will. Nichts Komm, Schöneres erkunden wir mal die können wir uns Ruine. vorstellen, als so unser ganzes Leben mit dem Suchen nach den Resten der Vergangenheit zuzubringen. Heinrich Schliemann. Alter, ein Galeth. Wir würden unsere komplette Truppe verlieren. Ruine erkundet. Beim Erkunden einer uralten Ruine liefern ihre Truppen eine hervorragende taktische Leistung ab, als sie gänzlich ohne Verluste eine Höhle voller mannshoher Blutsauger säubern. 4 Einheitenränge erhalten. Okay, die haben jetzt Rang 5. Das heißt. Achso, Erfahrung ist das. Ah, okay. Gut. Flitzt dir mal zurück. Alien-Bauhügel. Okay. Ich schicke meine Truppen lieber jetzt erstmal wieder heim, wenn uns die Viecher hier nämlich angreifen. Geschätzte Verluste bei den Skyte 500%, bei uns circa 39. Wäre nicht effizient. Wir schicken unsere Truppen erstmal zurück. So. Ah, jetzt sind sie abgehauen, okay. Gut. 4 Züge dauert das noch. Gut. Also, nein, Zug beenden. So. Ach, scheiße, noch einer. Plus 16 Nahrung nach Erforschung, plus 32 Mineralien nach Erforschung, okay. Ein neues Projekt haben wir erforscht. So. Strenges Regiment. Ausbildungsanlage. Sieger Geländewagen, Raffinerationsanlage. Gut. Erforschen wir mal die Raffineration. Da ist noch einer. Scheiße. Der wird uns einfach auseinanderreißen. Das heißt, wir flitzen jetzt einfach mal zurück. Bewachen. Auflösen. Okay. Ach so, können wir das jetzt in Auftrag geben eigentlich? Gib mal Stadt. Ach ja, hier, Projekte. Plus 16 Nahrung, plus 32 Mineralien. Hängen wir direkt mal in Warteschleife. Und wart mal ab, was passiert. Ob die Aliens zu uns kommen? Ne, die hauen immer wieder ab. Das heißt, wir positionieren die jetzt mal da. Und viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ich hoffe nur, die flitzen jetzt nicht gleich zu uns hier. Hätte ich keine Verträge mit. Mendel ist gewachsen. Oh, guck mal. Im Bevölkerungsfenster können Sie Ihre Untertanen in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche einteilen, indem Sie sie von einem Bereich abziehen und in einen anderen Bereich ablegen. Die Auswirkungen dieser Einstellungen können Sie im Statistikfenster darüber sehen.
Die richtige Einteilung kann den Unterschied zwischen einem florierenden und einem erfolglosen Reich ausmachen. Wenn Sie über genügend Credits verfügen, können Sie sie investieren, um die Produktion schnell abzuschließen. Klicken Sie dazu auf die kleinen Credit-Symbole. 16 Credits, das würde 64 kosten. Na, da dauert jetzt aber nur noch ein Zug. Da habe ich jetzt keine 16 Credits für raus. So. Genau. Bauer produziert Nahrung. Plus 2 pro Runde. So. Gut. Ein Wissenschaftler haben wir im Moment. Moral ist im Moment auf Minus wegen der Umweltverschmutzung. Da will ich nochmal gucken, dass wir da eine Raffinations... eine Anlage bauen. Kann ich die jetzt irgendwie zusammenfügen? Nee, ne? Geht das nicht. Keine Ausrüstung, keine Panzerung, normale Lenzkanone und der Soldat selbst. Ich will keine Truppen zusammenfügen, geht aber nicht, ne? Neue Einheit fertiggestellt. So. Ich positioniere die jetzt einfach mal rings um die Stadt rum. Als Verteidigung. So, neu erforscht. Raffinationsanlage. Sehr schön. So. Können wir denn schon... Gentherapie. Hellfire. Höllische Zündvorrichtung. Okay. Hammerhead Raketenwerfer. Deadlock Ausweichfeld. Okay. Autonomer Fernabbau. Sowie Mineralien abzubauen, okay. Ausbildungsanlage. Ich würde gerne... den... die Raffinerie bauen. Umweltverbesserungsanlage. Schaffen Sie Abhilfe. Es wird allerdings 20 Züge dauern und da müsst ihr noch einiges vorne dran packen. Hm. Kunstdünger. Hm. Also das dürfte so ein bisschen auf jedem Boden möglich. Seetransport, Logistik, Feldausbildung. Verteidigen mal unsere Einheit mal ein bisschen. So. Wir können jetzt im Moment nicht viel machen. Deswegen swappen wir das mal ein bisschen durch. Wir haben immer noch Kackvieh rum. Siegchance 0%. So. Schiff haben wir zerlegt. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir mal einiges an Ressourcen wenigstens da. Raffinationsanlage. 16 Runden. Ach du Scheiße. Okay, wie ist unser Wachstum im Moment? Noch eine Runde, dann kriegen wir nochmal einen Bewohner dazu. Okay. Mendel ist gewachsen, jawohl. Neu erforscht, Deadlock Ausweisschild. 25 Stärke bei Verteidigung. Das heißt... jetzt haben wir einen Minenarbeiter, dann kriegen wir Erze, Mineralien dazu. Sehr gut. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Umrüsten können wir gar nicht. Okay. Beide? Keine Patzung für gar keinen einsetzen. Ach doch, hier. Unterhaltskosten. Okay.
Das geben wir gleich mal allen. Plus 25% Stärke bei Verteidigung. Ach, hier ist die Verteidigung. Okay. Kosten sie halt ein bisschen mehr in der Herstellung. Das heißt, die haben jetzt aber noch keine Panzerung. Keine Ausrüstung. Kann ich die denn jetzt noch nachträglich ausrüsten? Militär. Ah, die müssen in der Stadt sein, okay. Eine Einheit für 32 Credits umrüsten. Okay. So, hat er jetzt die Panzerung? Keine Ausrüstung. Ah, der hat jetzt die Panzerung. Okay. Also müssen wir die Einheiten dann nachträglich nachrüsten, dann nochmal quasi. Okay, gut. So, Forschung ist fertig. Gentherapie. Dürfte die Lebenserwartung der Bevölkerung verbessern. Gut, machen wir das mal. So. Zacki. Produktion. Ja, dann bauen wir eine Raffinerationsanlage. Komm. So, wir wachsen jetzt Stück für Stück etwas schneller. Sehr gut. Was bringt denn Arbeiter? Ah, wandel Mineralien in Produktion um. Okay. Gut. So, wie stehen jetzt unsere Kampfchancen? 100%. Randa. Achten Sie speziell auf die Positionierung in Einheiten. Unterschiedliches Gelände hat verschiedene Auswirkungen auf deren Kampfstärke. Wo ist unsere Doppel? Okay. Dann haut ihr den mal weg. Ach, die hatten die Panzerung noch nicht, siehst du? Ihre Einheit hat Schaden genommen und ist verletzt bzw. beschädigt. Ihre Stärke ist gesunken und sie wird den nächsten Kampf wahrscheinlich nicht überleben. Um zu regenerieren, muss die stillstehende Waffe an keinem Kampf teilnehmen. Sie können den Regenerationsprozess beschleunigen, indem sie die Einheit in eine Stadt bewegen. Okay. Haben jetzt aber auch keinen Rang dazu erhalten. Also sie sammeln auch keine Erfahrung in dem Sinne. Okay. Gut. Du regenerierst? Oh, nicht wirklich. Ah, das dauert immer ein bisschen. Okay. Gegen den würden wir gnadenlos verlieren. Das heißt, wir fluppen mal zurück in die Stadt. So. Neuer Forsch, Gentherapie-Klinik. Plus 10% Wachstum. Ja, hallo. Gib mal hier. Nein. Stadt. Da. 208 Credits. 384. Ach, das ist scheiße. Die Moral ist ein bisschen im Keller wegen der Umweltverschmutzung. Brechen wir die mal ab. Machen wir mal die Gentherapie-Klinik. Dass wir ein bisschen schneller Leute zusammenkriegen. Ach, ich habe keine Forschung ausgewählt. Warte mal. Forschung. So, wie war das hier? Shift. Pack das mal alles hintereinander. So. Mittlerweile findet sich so viel Schmutz in der Luft, dass er gar keinen Platz mehr hätte, gäbe es unsere Lungen nicht. Robert Orban. Okay. Ja, unsere Moral ist noch weiter im Keller. Okay, also es wird Zeit. Wir krempeln jetzt mal kurz die ganze Forschung um. Es wird Zeit, Umweltverbesserungsanlage. Da müssen wir zwar einiges vorher erforschen noch, aber es bringt nichts. Wir müssen die Umweltverschmutzung in den Griff kriegen, sonst haut es uns gleich hier komplett auseinander. Flachland, Tundra. Heiße Quellen, okay. Wow. Okay, wir leveln also doch.
Einen Rang haben wir dazu bekommen, aber das fehlt uns fast unsere komplette Einheit niedergeknallt.